Becky, ich bin wieder da mit einem neuen Video für euch. Diesmal habe ich genau das Gegenteil. Leute, die so richtig viel Pech mit ihrem Essen hatten. Also irgendwie, glaube ich, kommt das sogar eher vor, als dass man Glück hat. Sowieso, man hat irgendwie mehr Pech als Glück im Leben. Keine Ahnung warum, aber es ist einfach so. Oder kommt das nur mir so vor? Auf jeden Fall, ja, ich würde sagen, wir starten einfach direkt und wusch. Oh, geil. Das fängt mal so richtig gut an. Ich denke, ich habe den Rekord gebrochen für die enttäuschendste Karotte ever. Hat er auf jeden Fall. Was ist das bitte für eine Karotte? Das ist einfach eiskalt, so ein Mini-Teil. Mein Herz zerbricht gerade in tausend Teile. Ist das enttäuschend? Du kaufst dir so eine riesige Wassermelone. Im schlimmsten Fall schleppst du die auch noch nach Hause. Und dann kommt das mal raus. Du öffnest sie und... Gott, das würde mich so schockieren und enttäuschen. Was ist das bitte für eine Wassermelone? Das geht gar nicht. Hatte von euch mal jemand sowas gehabt, wo er einfach meine Wassermelone geöffnet hat und da war einfach keine Wassermelone, sondern nur die Schale? Ich weiß, Leute, es ist keine Rinde. Ich habe es jetzt verstanden. Es ist die Schale. Ich habe einfach mal die größte Avocado ausgesucht, um Guacamole zu machen. Und ich glaube, das wird wohl nichts. Hier haben wir genau einfach mal komplett das Gegenteil vom letzten Mal. Das letzte Mal hatte es einfach gar keinen Kern. Und das hat einfach mal so einen riesigen Kern. Das ist gar keine Avocado mehr. Voll der Beschiss. Ohne Scheiße, fühlt sich verarscht, wenn du mit sowas nach Hause kommst. Ja, größeres Obst oder Gemüse ist nicht unbedingt immer das Bessere, ne? Wie man sehen kann. Mein Brot ist fast nur Luft. Ja, da fühlt man sich fast so, wie wenn man eine Chipstüte öffnet. Nur Luft. Aber das ist auch so bei Brötchen. Kennt ihr das auch, wenn ihr das öffnet? Das sieht einfach fast genauso aus. Du wirst so aggro. Aber beim Brot. Mein SpongeBob-Eis. Was ist mit SpongeBob passiert? Wäre ich jetzt ein kleines Kind wieder, so 6, 7, und ich sehe so ein SpongeBob, ich würde Angst bekommen. Ich würde sowas von Angst bekommen. Das ist Zyklopen-Bob. Aber das ist kein SpongeBob. Alter, was ist da nur passiert? Sowas kannst du doch nicht verkaufen. Alter, die Verpackung sieht sowas von anders aus. Und dann kriegst du so ein SpongeBob, Alter. Das ist dein komischer Bruder vielleicht. Die Monster-Version davon. Mein ganzes Brot wurde einfach mal komplett falsch geschnitten. Oha. Aber er sollte es mal positiv sehen. Er könnte sich jetzt viel größere Brote schmieren. Viel größere Sandwiches. Ist nicht immer negativ. Mein Ei hatte kein Eigelb. Ich habe es nicht erwartet. Ich glaube, für einige, die so richtig Hardcore-Sport machen und eh nur das Eiweiß essen, die würden sich mega darüber freuen. Aber ich finde immer, das Eigelb ist einfach das Beste am Ei. Ich weiß auch nicht, das schmeckt einfach viel besser. Wenn das da nicht drin ist, wie enttäuschend. Wenn du morgens so richtig heftig Bock auf ein Ei hast. Alter, ist das verarsche. Er hat sich eine Packung, ja, mit Brokkoli und mit Blumenkohl gekauft. Und guckt einfach mal, wie viel Brokkoli da drin ist. Ein kleines Ministück. Bei meinem Waffeleis fehlte die Waffel. Also ich finde das irgendwie gar nicht so schlimm. Geht das nur mir so oder findet ihr nicht auch? Also ich bin nicht so geil immer auf die Waffel. Klar, die Spitze, ne? Wenn man da so richtig drauf abfährt, wegen der extra Schokolade und so, ist das halt echt enttäuschend. Aber ehrlich, Eis ist Eis. Ich würde es trotzdem essen und mega lecker finden. Ich finde es gar nicht so schlimm. Diese Blaubeerwaffel. Ist dieser Fleck da eine Blaubeere? Alter, in einer gesamten Waffel nur eine Blaubeere. Da war jemand echt großzügig an dem Tag. Ich habe eine ganze Kartoffel in meiner Chipspackung gefunden. Alter, was macht da eine ganze Kartoffel drin? Was ist da nur passiert? Bestimmt auch noch richtig wenig Chips da noch, weil das das gesamte Gewicht ja wegnimmt. Oder waren da überhaupt Chips drin? Wie kommt da eine ganze Kartoffel rein? Ich frage mich jetzt nur, ob er das isst oder nicht. Okay, dies war keine Mutanten-Zitrone, sondern eine Mini-Zitrone. Ich weiß nicht, was du damit machen willst mit dieser Zitrone, ehrlich. Ein Tropfen Zitronensaft rauspressen, das bringt's total. Nein, wir haben es schon wieder. Wir haben es schon wieder, diesmal mit einer Zitrone. Sie wollte einfach mal eine große Zitrone mit nach Hause nehmen, hat es aufgeschnitten und sah das. Das ist genauso wie mit der Melone. Voll enttäuschend. Du freust dich so sehr, die größte Zitrone da gefunden zu haben. Und dann passiert das. Ich habe mir für heute Abend diesen Sub gekauft. Wer kennt das auch von Bäckereien auch zum Beispiel? Du kaufst dir da so ein Brötchen und denkst von vorne, wow, so fett. Und du machst voll einen Win raus, wenn du dir das kaufst. Und dann siehst du, dass es einfach mal nur so ein Ministück eingeschnitten ist und es voll extra gemacht wurde, damit es so viel aussieht. Guckt einfach mal, wie der Sub aufgeschnitten wurde. Das ist viel mehr Brot als Inhalt. Wenn man einen mit Essen verarscht, das geht gar nicht. Ich habe mir eine Packung Skittles gekauft und es waren nur gelbe drin.
Ja, also für jemand, der die gelben voll feiert, ist das voll geil. Aber ich würde es auch nicht mögen. Ich mag diese orangen und gelben nicht so. Ich glaube, ich bin fast nur alleine damit, oder? Chocolate Chip Ice Cream soll das sein. Mit einem kleinen Stück Schokolade, was so aussieht wie Hasenkaka. Nice. Da hast du auf jeden Fall noch Hunger. Du wirst aber voll verarscht, Mann. Ich meine, da hättest du dir auch eigentlich nur Vanilleeis kaufen können, oder? Ich meine, das ist so viel günstiger. Und du erwartest Schokostücke da drin und dann das. Das geht nicht. So sieht ein 3,20 Pfund Bacon- und Ei-Brötchen aus, wenn man das in Schottland am Flughafen kauft. Ich weiß nicht, was einige für einen Auftrag haben. Ehrlich jetzt, das kannst du doch niemanden antun. So wenig Bacon drauf und so ein... Hä? Wie geht das überhaupt? So ein Mini-Ei? Wie haben die das hinbekommen? Wenn man mal überlegt, für denselben Preis würde man hier wahrscheinlich schon einen Döner bekommen. Und das mal im Vergleich, Leute, stellt euch das mal vor. Du fühlst dich mega fett verarscht. Okay, er hat sich so eine Packung, wahrscheinlich so ein Sixer-Pack mit solchen Dosen gekauft, ja? Und was musste er feststellen? Dass die eine einfach mal mega viel und eigentlich nur Luft drin hat. Guck den Unterschied mal an. Wie viel die eine wiegt und wie viel die andere wiegt. Krass. So viel Pech musst du erstmal haben, dass du so eine Fake-Dose dazwischen hast. Boah. Ich würde mir niemals mehr solche Dosen kaufen. Das ist so eklig. Meine Tochter hat eine Dose mit gekochten Erdnüssen aufgemacht. Wer isst sowas und wozu kocht man Erdnüsse? Aber auf jeden Fall ist da... Was ist das? Eine Heuschrecke? Boah, Alter, ich würde so kotzen. Eine enttäuschende Hawaii-Pizza mit nur einem Stück Ananas drauf. Da hat es jemand so richtig gut mit dir gemeint. Auf jeden Fall. Dieser Automat verkauft einfach mal eine leere Packung Erdnüsse. Für 1,50 Dollar, denke ich mal. Wer soll das bitte kaufen? Wer? Ich meine, allein beim Einsortieren hätte ich doch gepeilt, okay, das packe ich jetzt nicht rein, weil da ist ja auch nichts drin. Aber im Ernst, wie willst du damit verarschen? Ich habe einen Schnürsenkel in meinem Cookie gefunden. Wie kommt ein Schnürsenkel rein? Bah, du kaufst dir eine Packung mit Cookies und dann findest du einen Schnürsenkel drin. Ernsthaft? Boah, so viel Pech musst du haben. Im schlimmsten Fall hast du auch noch reingebissen. Boah, ist das ekelhaft. Mein Burger hatte nur einen Sesam drauf. Also ich weiß nicht, ich feiere eigentlich eh nicht so viel Sesam auf dem Brot drauf. Also deswegen würde es mich gar nicht so schocken. Aber wenn du es erwartest, schockt dich das halt. Wie ist es, hat man noch dran gedacht? Der Gedanke zählt doch nur. Ist doch nett. Es sieht einfach so aus wie auf der Box. Oh, diese Fertiggerichte und Dosen, ne? Ehrlich, manchmal... Boah, das ist so eklig irgendwie, ne? Wenn man das jetzt nochmal sieht, da überlegt man sich dreimal, ob man sich sowas reinziehen sollte. Und guckt einfach mal, wie das aussieht. Ich habe einfach mal eine Dose mit Erbsen aufgemacht und das gefunden. Ist da eine Raupe drin gewesen? Oh, die arme Raupe, aber auch so eklig. Die Menge Chips, die du für 1 Dollar bekommst. Ja. Wie immer, einfach mehr Luft drin als Inhalt. Das regt mich sowieso immer total auf bei den Chipspackungen. Es ist wirklich immer so. Aber das ist ja mal richtig wenig. Und dann so eine riesige Packung im Ernst jetzt? Warum machen die das? Warum? Ich habe eine Packung Ketchup geöffnet und es war leer. Nur gefüllt mit Luft. Alter, im schlimmsten Fall hat er noch draufgezahlt. Boah, ist das ärgerlich. Das macht dich so sauer. Ich hätte gern wenigstens noch 3 Pilze drauf gehabt. Du kannst doch nicht so viel verlangen. Was denkst du dir überhaupt? 3 Pilze? Das glaubst du ja wohl selber nicht. Einfach viel zu viel verlangt. Das geht nicht. Man sollte zufrieden sein mit der Pizza. Die sieht doch so aus wie auf dem Bild, Mann. Man sieht das doch. Und es hat so schlecht geschmeckt. Kann ich mir vorstellen. Guckt euch einfach mal die Packung an und dann das, was drin war. Wie viel Pech musst du haben? Du freust dich so sehr auf dieses Sandwich. Und was ist das? Das ist so ein roter Strich. Vielleicht ist das noch nicht mal Wurst oder so. Was ist das? Wenn du dir extra Haselnuss, ist das Schokolade oder ein Brownie kaufst und da nur nicht mal eine Nuss drauf ist, dein Tag ist echt für den Arsch. Danke für die 25% extra Luft in meinen Pringles. Ich denke mal, es sollte eine extra große Packung sein. Ich hatte genau, ohne Scheiß jetzt, Leute, genau dasselbe Problem. Und ich habe mich dann bei Pringles beschwert. Und die haben mir dann eine neue Packung zugeschickt. Eine volle. Ich habe gesagt, Leute, das könnt ihr nicht machen. Ich habe sogar ein Bild geschickt. Ohne Scheiß. Ich habe mich deswegen extra beschwert, weil mich das so aufgeregt hat. Aber ohne Scheiß, beschwert euch. Macht davon ein Bild, beschwert euch. Da an der Stelle und ohne Scheiß, das bringt manchmal was. Es sieht einfach mal so aus, als hätte jemand seine Spaghetti auf einem Wrap gegessen. Ew, das sieht so eklig aus und das soll türkische Pizza sein. Das ist echt eine Beleidigung für das Gericht. Das kannst du nicht verkaufen.
Boah. Eklig. Ich glaube, da sollte man sich wirklich dreimal überlegen, ob man noch bei Schnellrestaurants essen geht, Leute. Mein McRaw-Burger hat er das genannt. Das ist einfach mal komplett roh und der hat die Hälfte einfach mal eiskalt gegessen, ohne es wahrscheinlich zu wissen. Oh, ist das eklig. Da musst du echt einen Scheißtag gehabt haben, wenn dir das passiert. Lohnt sich das zu kaufen? Schokocroissant, Leute. Wer kauft sich nicht sowas gerne mal ab und an? Man hat so richtig Bock auf diese richtig leckeren Schokocroissants. Entweder ist nur Luft drin oder keine Schokolade. So, Leute, das war's auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video mal gefallen. Ihr könnt mir gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wann ihr so richtig Pech hattet mit euren Essen. Und was das genau war. Schreibt es mir auf jeden Fall. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Und ich habe euch so, so doll lieb. Bye. Tschüss.